zwei. Ich spreche mal das Saxophon hier. So. Das sind unsere Courage-Chor-Moderatoren. Ja, man merkt schon, gehen hier bis zur Hüfte. Mehr ist nicht drin. Ja, bei mir ist schon ein bisschen größer hier, der Vierrad. Michelle, erstmal allererste Frage. Du siehst ja jetzt was, was andere nicht sehen. Wie sieht das aus, dann, oder? Geil. Wie alt bist du? 10 Jahre. Bist du überhaupt nicht nervös? Bist du mal eben hoch auf der Bühne, was ich hinstellen hier? Doch, ich bin ein bisschen nervös. Süß. Ich auch. Ja, das geben wir ruhig zu. Aber das Publikum beim Courage 2011 ist ja generell Hammer, meine ich, nicht? Ja, natürlich. Firat, wie ist es für dich? Du kommst so cool rüber. Ist es für dich cool, dass du ein bisschen aufgeregt? Komm. Nicht ein bisschen, sogar sehr. Doch sehr. Okay. Also deswegen nochmal einen dicken Applaus für die beiden. Wo kommst du denn her, Firat? Ich komme aus Witzen. Und wegen wem bist du hier heute? Zum Teil wegen Sido und Pietro Lombardi. Ah, okay. Ja. Ich glaube, Sido und Pietro-Fans haben wir hier, oder? Haben wir welche da? Oh ja, hier vorne rechts sehe ich schon das fette Pietro-Plakat. Genau. Wegen wem bist du da, Michelle? Ich bin wegen Sarah und Pietro. Sarah und Pietro, ist da zufällig noch jemand wegen denen da? Oh ja, hier. Da auch das blaue Plakat. Pietro Lombardi. Ich will ein Kind von dir. Nein, steht nicht. Nein. Ich soll sagen, was liest du da? Michelle, nicht zuhören. Michelle, du bist jetzt unsere Co-Moderatorin. Und du auch. Jetzt merkt man ja erstmal, das ist gar nicht so einfach. Ne? Wenn man hier steht, man hat ein bisschen die Buchse voll. Ne? Ja. Ich glaube, hinten warst du ein bisschen cooler, oder? Als du nach unten standest im Backstage-Bereich? Bisschen. Wie ist denn das so, wenn du da hinten hinguckst? Wenn du geguckt hast, so, wo die Stars rumlaufen, da kommt man ja nicht so ganz normal hin, ne? Interessant auf jeden Fall. Ja. Michelle, hast du irgendwen gerade sehen können? Da gibt es nämlich mehrere Zelte für alle, die das jetzt noch nicht sehen konnten. Und an den Zelten hängt natürlich ganz fett dann die Namensschilder dran. Dann weiß man ganz genau, oh, hier ist das Zelt von den Killerpilzen. Da vorne, wo das Security sitzt, da ist das Zelt von Sido. Hast du ein paar Stars schon gesehen? Hinten, als du gerade mal da standst, Michelle, oder Pech gehabt? Nee. Das Schöne ist, der Abend ist noch lang. Und unter anderem haben wir noch einige fette Acts, die kommen werden. Ich sag nur, The Black Pony. Hier, der Mittelteil, hast du gemerkt? Ja, der Mittelteil. Die haben sich richtig positioniert für die Jungs. Wo war nochmal Sarah Engels? Pietro Lombardi, oder? Oh, Pietro, we love you. Gelbes Plakat, hier vorne, die zwei Mädels. Das ist nicht zu übersehen. Ich denke, das wird er auch nicht übersehen. Ganz definitiv nicht. Aber vorher haben wir natürlich noch eine Band oder einen Künstler. Künstler, genau. Da könnte ich mir vorstellen, dass das ein oder andere Justin Bieber-Plakat, Bravo-Poster gleich abgenommen wird. Ja, das glaube ich auch. Der wurde nämlich im sonnigen L.A. entdeckt. Also kommt aber aus Deutschland. In L.A. wurde er entdeckt. Der hat aber einen Talentwettbewerb mitgemacht. Kennt man ja so ein bisschen die Casting-Sachen und ist da einfach hammergenial aufgefallen. Und natürlich haben wir ihn deswegen hier. Ja, er wurde auch für den Bravo Otto nominiert. Und stand beim Bieber-Kometen auf der Bühne. Der war ja jetzt auch erst vor kurzem. Genau, ich höre schon. Wer hat so... Oh, hier, mit dem weißen T-Shirt, an der Wand, Fabian Buch-Fan. Und noch ein paar andere zufällig. Wer ist noch Fabian Buch-Fan? Ah, da sind schon ein paar da, definitiv. Ich glaube, die schlafen noch ein bisschen, aber ich hoffe, die werden gleich wach. Unsere beiden haben jetzt gleich diesen Riesenjob und ich möchte, dass ihr da wirklich ein bisschen mit unterstützt und ein bisschen Alarm macht. Die werden nämlich den Fabian ansagen und das ist in diesem Falle Michelles Job. Die kleine Michelle wird gleich richtig laut brüllen, du musst alles geben, Michelle. Richtig laut. Sollen wir mal einen Test machen? Sag mal ganz laut, Courage 2011. So laut du kannst. Courage 2011! Wow! Ja! Geh weg hier, aber Hammer! Michelle, hast du irgendwo auch Familie oder Freunde überhaupt? Weißt du das? Ja, Lynn, Lara. Mal wegen, wo seid ihr? Ja? Alicia, Lynn, Lara. Und Johanna und Celine. Wo seid ihr denn? Die sind weggelaufen, die sind gar nicht da. Wo sind sie denn? Hallo? Hier vorne? Da! Da hinten? Ach du, ich glaube, du hast noch viel mehr Verwandtschaft. Guck mal, die winken alle, die Jungs. Die finden dich interessant, glaube ich. Gut, Michelle, ich habe hier gerade ins Ohr geflüstert bekommen. Hier wurde alles umgebaut, das heißt, wir sind bereit. Ich muss hier mal so eine Halbhucke. Ich glaube, das sieht voll doof aus. Egal, komm mal. Michelle, dein Text und das Publikum ist deins. Hier ist für euch auf den Courage-Bühne 2011 Fabian Buch. Viel Spaß! Wo ist denn der? Ich hab jetzt gleich rausgeholt.
There's no me and you. You should have thought about us when you was with him, wasn't thinking about me. You should have thought about us when you were.